Also optisch würde ich mal sagen, kann man es kaum besser machen. Das ist krass. Und schön, dass ihr am Start seid auf der Suche nach der besten Pizza Deutschlands. Wir waren gerade schon bei JP Performance. Wir sind in Dortmund. Verlinke ich am Ende des Videos das Video. Und jetzt geht's zur Mutmaß. Also diese Pizza hat, ich habe noch keine Pizza gegessen mit so viel Auszeichnung, auf die ich so viel Hoffnung habe, dass die beste Pizza geknackt wird. Denn denkt an den Gutschein, schreibt mir eure Kommentare in die Kommentare. Das kommt rein. Was für Auszeichnung, was auf euch zukommt, das sagt euch jetzt Danny im kurzen Intro. Willkommen zurück bei Holles kulinarischer Reise durch Deutschland. Heute in Dortmund bei Mr. Pizza. Doch dieser Pizzabäcker ist nicht irgendein Pizzabäcker, oh nein. Salvatore Mandellino ist einer der besten Pizzabäcker auf der ganzen Welt. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehört auch der Preis für den fluffigsten, besten Pizzateig der Welt. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Ahmed war auf dem Weg dahin jetzt hier noch einmal skeptisch. Besten Teig der Welt, Ahmed. Ja, krass. Also einfach Teig mal der Welt. Das muss man sich reinziehen. Ja. Das ist einfach hier in Deutschland Dortmund. So. Ja. Das ist heftig. Und noch andere Aushängen. Also, wow, das wird richtig knallen. Wir sind jetzt da bei Mr. Pizza. Sehr unscheinbar von außen. Einfach so im Wohnhaus irgendwie mit drin. Hat jetzt auch zu. Heute ist zu. Der macht extra für uns auf. Mr. Pizza, auch so vom Feeling her, der Name. Ich weiß ja, was dahinter steckt mit den ganzen Auszeichnungen. Aber vom Feeling her glaubt man eher, dass so ein Pizzastand hier irgendwie auf dem Kiez Hamburg, wo die Besoffenen später essen gehen. Ich will ja mal nicht so zu böse klingen, aber es klingt nicht so nach einer kulinarischen Köstlichkeit oder so. Hast du dich gerade gemault? Ja, aber weißt du warum? Warum? Weil du auf eiskalt den Schlüssel drin liegen lassen und manchmal schließen die Scheiße in sich selber. Ja, ja. Und dann Ahmed, bist du gerade gelaufen, ja? Ja. Doch, doch, ja, auch, ja. Was willst du damit sagen? Hast du mich laufen kann? Nein. Hast du mich beleidigt gerade? Ja, du hast dich auch unterschwellig gerade beleidigt. Nein, weil du gelaufen bist. Spaß. Mr. Pizza. Das ist wahrscheinlich das Logo, was ihr euch merken müsst. So, wir sind am Start jetzt hier bei Salvatore. Wir machen eben noch die Jalousie hoch, dann ist hier besseres Licht. Alles zu hier, extra für uns Privatvorstellung. Was für Auszeichnungen hast du alle für deine Pizza bekommen? Ja, ich habe 2019 war die letzte, einzig wichtige Auszeichnung. Bester Teig. Bester Teig der Welt sogar, ne? Ja. Was macht, würde du sagen, was ist deine Pizza so besonders? Aber machst du irgendwas anders als andere Leute? Weil ich bin auch selber, ich versuche mich am Pizza machen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hebst du dich deutlich ab von der Konkurrenz? Ich weiß nicht, was die Konkurrenz macht, aber ich kann dir sagen, nach 29 Jahren lernt man immer noch mehr dazu. Also man hört nicht auf zu lesen, üben. Das war 2019 in Neapel. Ja. Da war ich als... Was für eine Pizza würdest du mir empfehlen? Also, ich empfehle dir, die ich im Moment mache, die ist sehr beliebt. Das ist schon Kategorie Foodborne. Ja, ehrlich? Das brauchen wir. Wir haben hier eine Kartoffelcreme. Ja. Provola. Porchetta. Ja. Ist das der Käse, dieser, den alle nehmen für die Pizza, der gute Mozzarella? Das ist nochmal ein Ticken besser, das ist Provola, geräucherter Provola. Oha, also ein geräucherter Käse, ja. Da hebt sich nochmal ab, ne? Ich würde sagen, wir machen eine klassische, weil die vergleicht immer so Margherita-Style, ne? Die nimmt ja jeder, und dann deine Extra-Kreation nochmal. Alles klar. Perfekt, dein Teig schon mal hier. Der ist immer leicht glänzend. Ich sag so, bei guten Pizzabäckern, wenn ich das sehe, der Teig sieht aus wie dieser. Der hat so eine leicht glänzende Oberfläche. Das kriege ich zu Hause, habe ich jetzt einmal hingekriegt im Livestream bei Twitch. Gerne auch folgen, Holle2614. Und so muss der aussehen. Gäste gehen essen, kriegen eine heftige Pizza und man weiß nicht, wie viel Herz und wie viel Gedanken, wie viel Jahre Erfahrung dahinter stecken, ne? Ach, das wird mit, habe ich letztens auch gesehen, da wird sich der Kollege Marcel freuen mit Schere. Das ist, damit du den Rand nicht kaputt machst, dann kannst du drinnen sehen, was sich da abspielt.
die Löcher. Oh, ob ja. Ob die hinterher auf dem Magen liegen bleibt oder nicht. Oh, der ist fluffig, da ist Luft drin, ne? Sehr schön. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das jetzt mal an, wirklich. Nein, alles gut. Man sieht hier noch ein bisschen das Olivenöl, das ist auch noch natürlich drauf. Also optisch würde ich mal sagen, kann man es kaum besser machen. Das ist krass. Das erinnert mich so ein bisschen an Pfannkuchen von Mutti damals. Mhm. Ja, da auch so, das sieht so lieblich lecker einfach aus. Würde ich jetzt die Tomatensauce ausblenden, könnte es auch lieblich süßer Pfannkuchen sein. Weiß nicht, ob ihr jetzt denkt, ich laber nur Mist, aber das ist Hodensack. Hodensack rasieren, kurzes, ernstes Thema. Für viele ein kritisches Thema, also kleine, kurze Werbeunterbrechung, manscaped.com. Für viele ein sehr ernstes Thema, weil es aber schmerzt. Es kann unangenehm sein, ich sage euch, mein Leben lang habe ich mich gesträubt, meine Hoden zu rasieren. Die Frauen haben es mir nicht gedankt, ich habe es mir nicht gedankt. Und es gibt einen Ausweg, manscaped.com. Und das ist meine persönliche Empfehlung. Ich habe viel ausprobiert. Wer mich bei Instagram verfolgt, weiß, ich habe viele Tests gemacht. Das ist absolut, und dazu stehe ich mit meinem Namen, der beste Rasierer, den ich je dafür benutzt habe. Und Schmerzen sind AD. Damit könnt ihr euch fast nicht schneiden. Natürlich, es geht irgendwie, aber ist schon sehr schwierig. Ich zeige euch eben kurz das Ergebnis, wenn ich glaube, wie gut ich mir die Eier rasiert habe. Nein, nein, das war ich nicht natürlich. Code Holle. Dafür kriegt ihr 20% Rabatt. Kostenlosen Versand. In der Videobeschreibung der Link und am Ende des Videos. Und ihr habt sogar noch, und das macht nur eine Firma, die überzeugt ist von dem Produkt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Haut den voll mit euren Sackhaaren, alles drum und dran und schickt den zurück. Wenn er euch nicht passt, schickt den zurück, fertig aus. Und jetzt geht's weiter im Video. Also im Vergleich jetzt, sag ich mal, zu vor ein paar Tagen habe ich woanders eine kleine Pizza gegessen. Ich sag jetzt nicht wo. Kommt mir sofort wie vorgestern Corona. Und jetzt ist auf einmal der Geschmack wieder da. Explosion im Gaumen. Auch mit diesen Tomaten. Hat eine Illusion bei so einer Pizza. Die Illusion, wenn ihr die Augen schließt, wenn ihr das Glück habt, die Ehre, sage ich sogar, bei einer Pizza essen zu gehen, Pizzeria, schließt die Augen, guckt, was die Fantasie mit euch macht. Dann mal so, wenn ihr eine Tomate schneidet. Ihr habt diese kleinen Kerne von der Tomate da. Und ihr nehmt diese frische Tomate in den Mund, sonnengereift, zack, und knackt diese kleinen Kernchen von der Tomate, knacken bei euch zwischen den Zähnen. Wenn ihr gutes Essen habt, vertraut mir da, dann muss eine Illusion in eurem Kopf abgehen. Ganz krank auch außen, der Teig. Ich habe jetzt mehrere Hochklasse-Pizzen gegessen. Viel bester Pizzabäcker der Welt, beste Pizza Berlins, meist gehypteste und. Top-Adressen. Ich habe nirgendwo schlechte Pizza gegessen. Man sieht das hier außen, nochmal, ich zeig's nochmal. Das ist wie, kann jetzt nicht sagen Blätterteig, aber ihr seht das, guck mal, das ist so dünne Schichten hier. Und das Kranke ist, dass hier außen diese knusprige Note, die ihr habt. Das Verrückte ist, ich habe diesen Käse bei mehreren Pizzen gegessen. Hier kommt er mir nochmal ein bisschen intensiver vor. Ich weiß nicht, ob es an woran es liegt, Kombination der Zutaten, man weiß es nicht. Wir holen uns jetzt noch eine zweite Pizza ab, die Spezialkreation von Salvatore. Die werden wir auch noch testen und dann geht's ans Ergebnis. Jetzt nochmal Kreation Nummer 2, das Heftige daran. Da ist eine Kartoffelcremesoße als Tomatensoßenersatz. Könnte sehr wild werden. Ganz dünnes Fleisch, also richtig dünn geschnitten. Ich habe wilde Kreationen schon gegessen, mein Leben Pizza. Auch bei Mala Famina zum Beispiel, sehr gut war die Pizza, sehr, sehr gut. Aber habe ich eine Eigenkreation gegessen, kam mir so ein bisschen willkürlich zusammengewürfelt rüber. Ist natürlich immer Geschmackssache, keine Frage. Und das hier hört erstmal Kartoffelcreme auf der Pizza, Pecorino darüber. Hört sich jetzt auch ziemlich verrückt an. Das harmoniert perfekt. Glaubt es mir. Es ist nicht mal Lauch drin, aber es ist wirklich so das Gefühl, als hätte ich Lauchsuppe gerade gegessen. Das ist eine ganz verrückte Kreation. Einfach eine Pizza, kann man so viel reininterpretieren, da kann man so viel entdecken. Ich sag's ja immer, ein Erlebnis beim Essen. Der Teig flasht mich einfach komplett, die Pizza flasht mich komplett, kann ich euch sagen. Die Gefühle gehen mit mir durch irgendwie. Es erinnert mich ein bisschen so, als ich beim Vietnamesen mal war. Die hatten so eine Teigtasche. Natürlich, wenn du reinbeißt, ist es Pizza und zwar so fluffig, das glaubst du nicht. Du hast diesen Schinken, der hat leicht, es ist kein Schinken, ne? Spanferkel ist das. So ein bisschen den Touch wie bei diesen Schinken, dieses Raucharoma. Diese Kartoffelcreme, einer hat an Lauch, einer hat an Bechamelkartoffeln, das ist verrückt, was hier abgeht. Also nochmal ganz kurz die Bläschen draus, was ich gesagt habe mit diesem Teig außen, der so krass knusprig, aber zugleich dünn war. Es ist die Handführung, die Pizzaführung im Ofen alleine schon. Die richtige Gehzeit des Teiges am Anfang und da die gute Kombination zu finden, sehr, sehr essentiell, um so eine Pizza hinzukriegen. Sag mal nochmal, hast du gesagt, was gesagt? Du hast dir gedacht, der Junge hat? Ahnung, auf jeden Fall. Weil er hat von hinten gehört, wo ich gesagt habe, das mit dem Lauch, weil den sieht man ja nicht. Ne? Ich bin nicht drauf, ne? Weil die Creme, ja. Die ist hinterher dann püriert. Wir haben jetzt nochmal eine Kreation bekommen. Das ist eine Genovese. Genovese. Das ist ein Zwiebelragout. Ich habe gerade von Salvatore gehört. Seht ihr das Gericht? Das ist ein Nudelgericht. Salvatore sagt eben, jedes Gericht ist durchdacht bis auf den kleinsten Punkt. Bei der Pizza haben wir nämlich dieses Nudelgericht quasi auf der Pizza. Bei diesem hier haben wir einen Eintopf auf der Pizza. Nur halt eben als Pizzakrebs. Und das ist, du bist ein Genie, Salvatore. Sag es ruhig, dass du ein Genie bist. Ja, ich bin ein Genie. Ist Zwiebelragout mit drin? Ganz krass.
Diese Pizzeria soll sich nicht Pizzeria nennen, sondern Reich der Illusionen, oder? Du wirst komplett getäuscht, wenn du die Augen zumachst. Du isst das hier. Du denkst, du hast einen schönen, im Winter einen schönen Eintopf gemacht mit Rindfleisch, hast Fleisch da drin. Kombiniert natürlich diesen Weltklasse-Teig. Nicht nur bildlich gesagt, sondern es ist der beste Teig der Welt, gekühlt. Das sind auf jeden Fall nach einer wilden Party. Ja, ich sag euch, die Party ist jetzt zu Ende. Mir fehlen die Worte. Bringt euch kurz oder knapp. Wir haben die neue beste Pizza Deutschlands für mich mit 9,2 Punkten. Knapp vorne, es war kein dicker Unterschied, weil nach oben ist einfach kein Platz mehr. Der kranke Teig, der einfach mit seiner Knusprigkeit besticht. Diese Klassik-Pizza, die alleine, die kannst du kaum besser machen. Dieser intensive Milchgeschmack vom Fior di Lanto, der Käse, einfach unglaublich. Einfach unglaublich. Und diese Kreation noch in Kombination, die ihr hier auf den Teller bringt. Ich denke, im Video habe ich genug gesagt. Wir sehen drei Kommentare hier oben. Kommentiert mit eurem Namen, den ihr als Gewinner sehen wollt, der diesen Gutschein gewinnt. Hashtag Namen, von dem der da oben steht. Am Samstag zähle ich aus und im YouTube-Video nächsten Sonntag werde ich dann bekannt geben, wer der Gewinner ist. Alle zusammengezählt, fertig. Denkt an meinen Kommentar, an die Glocke, an meinen Daumen oben. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gracias. Buen apetito. Suerte, Kreation.